Holmenkollen, letzter Aufschlag. Die Mixed-Staffel. Heimvorteil Norwegen, der WM-Zweite in neuer Besetzung am Start. Genau wie die Weltmeister aus Frankreich. Wer wird Zweiter in der Mixed-Wertung hinter Norwegen? Auch Schweden, spät in Form gekommen, dürfte ein Wörtchen mitreden. Je zwei Frauen und zwei Männer, jetzt live. Am Ende dieser Weltcup-Woche, der ersten, der letzten drei quasi, des letzten Trimesters, also sechstes Rennen innerhalb von drei Tagen für die meisten Athleten, die ein oder andere, der ein oder andere hat ja heute schon, wie wir festgestellt haben, verzichtet auf diese Staffelwettbewerbe hier. Und mit der Startnummer 1, Ingrid Landmark-Tandrevold, für Norwegen wird sie beginnen. Ida Lien, die zweite, dann Tarje Bø und Johannes Tinjes Bø. Die beiden Herren hinten drauf, also die Damen beginnen. Das ist ja durchaus mal unterschiedlich. Hier also heute Julia Simon für Frankreich vorneweg, dann Sophie Chauveau, Fabien Claude und Quentin Fillon-Maillet. Insgesamt haben 23 Nationen gemeldet und nehmen teil an diesem Mixed-Staffel-Wettbewerb, der ja, wie erwähnt, diese Wertung auch abschließt. Die Norweger haben diese mit dem Sieg vorhin bereits in der Tasche gewonnen, hier zu Hause am Holmenkollen. Und jetzt also Mixstaffel. Vier Athleten, 2 Kilometer Runden. Jeder Athlet schießt zweimal, einmal liegend, einmal stehend. Und wir sind gespannt, ob es ähnlich wieder so spannend zugeht, wie wir das vorhin erlebt haben und welche Rolle natürlich die deutsche Mannschaft spielen kann. Janina Hettich-Walz ist die Startläuferin, Sophia Schneider dann, Benedikt Doll auf der 3 heute und Philipp Navrat, der gestern richtig guten Eindruck gemacht hat, heute mal wieder als Schlussläufer. Die Norweger mit der bestmöglichen Aufstellung sind die absoluten Top-Favoriten. Es ist die Mixstaffel immer sehr schwierig, sehr begehrt. Also es ist mit die schwierigste Staffel. Das heißt, da eine gute Platzierung zu erreichen, ist schwierig. Die Strecke heute, ja, es ist nass, es ist immer noch relativ hart. Aber wir haben einen signifikanten Anstieg. Das ist der frühere Gratishaugen, zu dem es jetzt dann gleich geht. 2 Kilometer ist die Strecke lang, auch für die Herren. Also da muss man schon, das ist schon, Justus Strelius hat auch gesagt, das Laufen ist schon auch anstrengend hier auf dieser Strecke, wenn auch gleich das Profil nicht mehr ganz so hart ist wie die letzten Tage. Aber dann ist eben die Summe der Rennen ja mit drin. Das Programm hier hart gewesen mit dem Einzel. Dann direkt am Folgetag nochmal den Massenstart obendrauf, die beiden langen Distanzen. Und jetzt eben dieser Staffeltag, dieser Kampf der Nationen quasi im direkten Vergleich, im direkten Duell, immer ja was ganz Besonderes. Julia Simon hat die Initiative hier übernommen. Vor Tandrevold, Klötens aus Belgien, Andrei Auchenthaler Italien, Irvine aus den USA, die ja schon das Single-Mix-Staffelrennen absolviert hat. Und die deutsche Mannschaft mit der Startnummer 6 unterwegs. Da haben wir nochmal den Start. Auch hier vorne im Bild springt raus Janina Hettich-Walz. Und sehr bezeichnend. Ingrid Landmark-Tandrevold läuft meist mit herausgestreckter Zunge. Also es ist gerade am Anfang, wenn es losgeht, sowieso, aber auch Zielspurt oder wenn es anstrengend ist oder wird, dann hat die Ingrid immer die Zunge herausgestreckt. Und vor allen Dingen, der größere Wechsel ist eigentlich, dass sie wieder mit strahlendem Gesicht durch die Gegend läuft. Nach ihrem Sieg hier im Einzeln am Freitag, nachdem sie ja wirklich in einer tiefen Krise da gesteckt hatte, war das ein Comeback, wie sie selbst gesagt hat, nach Wochen auf der Suche nach den Scheiben und sich selbst. Das hat so ziemlich auf den Punkt gebracht. Starke Läuferinnen da eben vorneweg. Janina Hettich-Walz, 4,2 Sekunden dahinter auf dem 5. Rang. Hier ist sie mitten in diesem Pulk drin. Wie erwähnt, Startnummer 6. Da kommt sie vor ihr mit der Startnummer 14, Beatrice Irvine. Da haben wir sie mal groß im Bild. Schwierige Woche für sie gewesen. Achtung, hier geht's los. Jetzt musst du antreten. Komm, komm, geh mit dir. Komm, komm, hopp, hopp, Janina, hopp.
46. war sie im Einzel, ohne Weltcup-Punkt geblieben, 4 Fehler geschossen. 20. gestern im Massenstart, auch da 4 Fehler am Schießstand. Sind wir mal sehr gespannt. Eigentlich ja eine sehr, sehr gute Schützin auch, Janina Hettich-Walz, wie sie da heute durchkommt, wie sie das weggesteckt hat. Vielleicht klappt das ähnlich wie bei Benedikt Doll, der ja von einem auf dem anderen Tag wirklich das Ganze hat vergessen machen können. Und Julien Simon hat das Tempo angezogen, hat schon einen kleinen Vorsprung rausgelaufen. Nur Ingrid Landmark-Tandrevold kann es da einigermaßen folgen. Der Vorsprung, ja, so 30 Meter. Das ist natürlich in so einer Staffel schon ein kleiner Vorsprung. Das ist mental auch wichtig, dass du immer in der aktiven Rolle bist, dass du nicht reagieren musst auf das, was die anderen machen, sondern eben aktiv agieren kannst. Und Julia Simon, wissen wir ja, kann das brillant, gerade auch am Schießstand. Und damit haben wir auch gerechnet, genauso haben wir uns das vorgestellt, dass sie da von Beginn an davonstürmend loszieht. Nicht mit dabei Justine Bresas-Boucher. Heute verzichtet sie auf die Rennen, die ja mit dabei war in Novo Mesto, als Mixstaffel Frankreichs die Goldmedaille gewonnen hatte. Und Julia Simon ist nicht nur schnell auf den Skiern unterwegs, sondern auch über die Scheiben weg. Alles getroffen. Ein Nachlader leuchtet auf bei Janina Hettich-Walz. Da haben wir sie groß im Bild. Ingrid Landmark-Tandrevold ist weg und sie erledigt das mit eben diesem einen Nachlader. Gut hingebracht, Janina Hettich-Walz und Julia Simon auf und davon. Setzt hier gleich ein dickes Ausrufezeichen. Tandrevold 9,2 Sekunden. Lisa Therese Hauser dahinter, auch ja eine gute Schützin. Keinen Nachlader gebraucht. Mona Bronson und Janina Hettich-Walz an Position 5, 17,2 Sekunden dahinter. Weit auseinandergezogen jetzt das Feld. Und dann schauen wir nochmal aufs Trefferbild von Janina. Ja, sehr viel rechtslastig. Der Fehler ganz leicht rechts. Aber der Nachlader ging schnell. Und das war dann mit 31,5 Sekunden eine Schießzeit, die okay ist. Regnet nach wie vor. Widrige Bedingungen hier. Einfach von der Gefühlslage her, wenn du nass und nasser wirst quasi. Finger werden kalt. Das Gefühl ist ja auch, Janina Hettich-Walz, eben passiert mit einem der Fehler in den letzten Tagen, als die Finger dann so kalt waren, dass sie einfach den Abzugspunkt nicht mehr richtig erwischt hat. Und bei diesen kurzen, relativ kurzen Runden besteht auch die Gefahr, wenn du nicht richtig aufgewärmt bist, dass dir das Blut eben aus den Fingern zieht und dann nochmal schneller kalt wird. Also da musst du dich schon gut aufwärmen, nass, glitschig, dass du da eben auch richtige gute Blutzirkulation im gesamten Körper zusammenbekommst. Also Frankreich vorneweg, Julia Simon. Diese Woche 16. zunächst im Einzel, dann gestern 2. gewesen im Massenstartrennen. Janina Hettich-Walz kann ein wenig aufholen auf Bronson. Sie war doch schon ein paar Sekunden, 3 Sekunden dahinter. Jetzt sind sie fast gemeinsam unterwegs. Vielleicht sehen wir es bei der nächsten Einstellung, dass Janina da auflaufen konnte. Und dann schauen wir mal auf Ingrid Landmark-Tandrevold. 9,1 Sekunden hat sich nichts getan. Abstand ist gleich geblieben. Lisa Therese Hauser verliert 1-2 Sekündchen. Und auch Mona Bronson 2 Sekunden verloren. Auf die Spitze. Janina Hettich-Walz eine gute Sekunde auf die Spitze, aber eben auf Mona Bronson ein bisschen was gut gemacht. Der 3, Italien, Hanna Auchenthaler. 14. Rang gestern, Saisonbestleistung im Massenstart, die junge 22-Jährige aus Antholz. Ja, und sehr dynamisch unterwegs, Julia Simon. Hat man jetzt kurz gesehen, dass es doch zum Teil eisig ist hier auch bei Ingrid Landmark-Tandrevold. Rutschen beide an der gleichen, an derselben Stelle fast weg. Ja, und das ist eben auch in den Abfahrten. Benedikt Doll hat das gestern ja noch gesagt im Interview nachher hier bei der IBU, den offiziellen Interviews, die da geführt werden. Eigentlich kann man sich, hier sieht man es jetzt in den Abfahrten, ganz gut ausruhen, aber nicht so hier auf diesen Strecken, wo es so hart und glatt ist. Da ist es eher der Anstieg angenehmer als die Abfahrt.
gibt es auch nicht so oft. Nein, habe ich auch noch nie erlebt. Ja, Julien Simon macht das, was er am besten kann. Schnell laufen, gut schießen. Das ist schon immer eine Bank auch für Frankreich. In den meisten Fällen natürlich. Es geht schon auch mal schief. Und jetzt ist sie dran. Aber eher selten, genau zu Beginn der Woche, die Französin insgesamt mit nicht ganz so guten Schießleistungen wie gewohnt. Aber insgesamt sind sie eben auch in der Breite, wie erwähnt, Justine Bressas-Boucher, Lou Jeanmonod, die wir in der Single-Mix-Staffel gesehen haben. Sophie Chabot hat da den Anschluss auch gefunden. Das ist schon eine tolle Mannschaft. Komm, mach die Lücke zu hier, auf und dann nochmal. Auf geht's, komm. Auf, Janina, auf und ran hier, auf. Und durch die triste Landschaft hier, aber es sind immer noch unentwegt Zuschauer hier, die das Ganze begleiten und anfeuern, stundenlang hier stehen, im Regen, sich warm halten, tanzen, bisschen was Warmes trinken und nach wie vor guter Laune sind. Die müssten auch einen Preis bekommen jetzt an dem Wochenende. Es ist ja nicht damit getan, dass sie hier stundenlang stehen. Wenn die dann mit der Holmenkollenbahn nach unten fahren, dann stehen die ja nochmal eine Stunde im Stau sozusagen zu Fuß. Bis der Letzte in der Bahn ist, ja. Das ist wirklich... Das haben wir gestern beobachten können. So. Aller Ehrenwert, ja. Julia. So, stehender Anschlag jetzt für Julia Simon. Ja, und da sieht man es. Kalte Finger, das Rudern der Arme treibt das Blut in die Fingerspitzen. Um das Gefühl wieder zu beleben. Ja, beeindruckend, beeindruckend, Julia Simon. Janina Hettich-Walz ist auch da. Beginnt mit einem Fehler. Dieser Therese Hauser ist raus, ja. Ingrid Landmark-Tandrevold arbeitet hier noch an der letzten Scheibe. Ja. Und Janina Hettich-Walz hat es geschafft. Geht hier raus gemeinsam mit der Schwedin Mona Brorsson. Und Strafrunde für Norwegen. Im Vergleich zur Single Mix jetzt wieder die lange, 150 Meter lange Strafrunde. Das Oval, da hinten biegt sie ab. Ingrid Landmark-Tandrevold also mit der Strafrunde für Norwegen. Es führt Julia Simon, 23,6 Sekunden dahinter Lisa Therese Hauser. Dann Mona Brorsson und Janina Hettich-Walz auf dem vierten Rang, 36,8 Sekunden zurück. Gefolgt von Hanna Auchenthaler für Italien. Oh, jetzt sehen wir hier viele, viele Nachlader bei der Schweiz, bei der Slowakei. Jetzt auch die Strafrunden markiert für die Schweiz. Lea Meyer, 23-Jährige, gestern Geburtstag gehabt, eingesprungen. Normalerweise Amy Baserga dort vorgesehen. Musste hier kurzfristig die Kollegin ersetzen. Der 14 hier für die USA, Dietwer Irvine, wie gesagt, das ist die Belgierin hier gewesen, aber dahinter, wie schon die Single-Mix-Staffel gelaufen ist. Und das, was Julia Simon hier zeigt, geht kaum besser. Schnelles Laufen in der Kombination mit schnellem und sicherem Schießen, das ist schon richtig überragend, muss man sagen. Und es sieht so einfach aus, als wäre es das Normalste von der Welt. Aber wenn man das gesamte Teilnehmerfeld jetzt ansieht, sind doch sehr viele Fehler wieder geschossen. Es sind natürlich verschiedene Ursachen. Der Wind, die Nässe, die Summation der Wettkämpfe jetzt auch schon. Und deshalb ist es umso höher zu bewerten, was Julien Simon macht. Aber das gesamte Teilnehmerfeld, wenn du hier schaust, drei Nachlader, vier Nachlader, Strafrunde, da ist schon... Das ist einfach anstrengend und das ist großartig, was Julia Simon macht. Und es ist auch gut, was Janina Hettich-Walz hier macht, als Vierte da hinten laufend. Ja, jetzt hinter Mona Brorsson, hier vorne Lisa Therese Hauser. Österreicherin, gestern nicht im Massenstart gewesen. Momentan nicht so platziert im Weltcup, nur 33. Deshalb nicht das Anrecht, die Qualifikation gehabt für den Massenstart-Wettbewerb. Auch 40. nur im Einzel gewesen. Lisa Therese Hauser und das Pärchen da hinten dran.
die die Österreicherin im Blick haben. Ja, Brosan, keine Meisterin der letzten Runde. Da kann es sein, dass Janina Hettich-Walz vielleicht sogar noch mal vorbeigeht. Nichtsdestotrotz, der Abstand nach vorne ist in etwa gleich geblieben. Ja, sogar 5 Zehntel weniger geworden auf Julia Simon. Insofern gute Laufleistung bis jetzt von Janina Hettich-Walz. Ingrid Landmark-Tandrevold haben wir da eben gesehen. Als Sechste ist sie zurückgekehrt. Nach der Strafrunde knappe Minute ihr Rückstand, 59,3 Sekunden. Dann doch schon. Aber nach wie vor ein früher Zeitpunkt im Rennen. Sophia Schneider nimmt ihre Skier in Empfang und macht sich zum Wechselbereich auf, wo sie dann von Janina Hettich-Walz übernehmen wird. Ja, 3 Sekunden hat Lisa Theresa Hauser verloren auf Julia Simon. Ja, und Janina praktisch zeitgleich, ja, 7 Zehntel ja gewonnen. Ja. Und jetzt kann sie da vorbeigehen. Brosan läuft auch übrigens eine gute letzte Runde, anders als ich es vorher noch vermutet habe. Aber sie geht damit. Ja, sie hängt da dran, Janina Hettich-Walz. Nochmal antippen hier! Antippen! Kurzer Rhythmus! Kurz! Ja, und ran hier! Ja. Kurze Impulse, schnelle Intensität. Und das war jetzt der Tipp. Können, ja, es geht immer ums Können, ob sie noch in der Lage ist, denn sie gibt alles. 100% gibt sie da und das ist dann immer schwierig auch umzusetzen. Aber sie war bemüht, man hat es gesehen. Ja, und Lisa Theresa Hauser für Österreich hält hier nach wie vor den 2. Rang. Wird da gleich auf die Nachwuchsläuferin übergeben, an Lea Rotschopf. Und auf Julia Simon wartet Sophie Chauveau in der Wechselzone. Und Janina Hettich-Walz fährt jetzt an der Schwedin vorbei, aus dem Windschatten raus, geht den letzten Anstieg jetzt vor der Schwedin rein. Ja. Guter Moment, aus dem Windschatten raus, jetzt kontert die Schwedin. Konter. Ja, dynamischer, ja, da, ja, sie springt hier kräftig hoch, Mona Brosson stark und Julia Simon, die einzige, die hier komplett ohne Nachlader ausgekommen ist. 10 Schuss, 10 Treffer und das auch noch in schneller Folge. Entsprechend die Führung und jetzt also Sophie Chauveau, die 24-jährige Staffelweltmeisterin an der 2. Position für Frankreich. Und die beiden, die Schwedin und Janina Hettich-Walz, laufen ja noch fast auf Lisa Theresa Hauser auf. Also da sieht man sie schon daherkommen. Der Kampf um Platz 2 im Augenblick, ja, durchaus durch dieses Trio. Jetzt also Lea Rotschopf unterwegs. Sophia Schneider übernimmt für das deutsche Quartett. Und Elvira Öberg ist natürlich eine Gegnerin für Sophia Schneider. Da sind wir sehr gespannt, wie sie das angeht, die Sophia Schneider. Aber wir haben es ja in den Tagen hier zuvor erlebt. Da hat sie sich immer wieder an die Laufstarken auch dran gehängt und ist da mitgegangen. Ingrid Landmark-Tandrevold an Ida Lien übergeben. Und Italien jetzt mit Lisa Vitozzi, also eine weitere Weltklasse-Athletin, die jetzt hier mit im Rennen ist. Und für Tschechien Markéta Davidová. Jetzt an der 2. Position von Teresa Wobornikowa übernommen. Frankreich führt also mit 31,4 Sekunden vor Österreich, dann Schweden. Dann die deutsche Mannschaft auf Rang 4, 36 Sekunden glatt hinter den Französinnen. Ja, Hanna Auchenthaler hat ihre Sache richtig gut gemacht. Ein Nachlader nur gebraucht. Die junge Italienerin. Und Sophie Chauveau mit 2 Top-Resultaten in dieser Woche. Einmal 8., einmal 7. in Einzel- und im Massenstart. In diesem Jahr ja auch schon auf dem Podest gewesen. Also eine weitere richtig starke Athletin in der französischen Mannschaft. Und dann Elvira Öberg,
vorbeigegangen ist an der Österreicherin. An, wie erwähnt, Lea Rotschopf. Zum ersten Mal hier mit dabei ist in der Mannschaft, 22 Jahre alt, aus dem IBU Cup rübergekommen. Und dann haben wir Sophia Schneider. Verliert 2,4 Sekunden auf die führende Französin. Dann haben wir hier Lisa Vitozzi mit der Startnummer 3. Auch sie nach wie vor nach den Weltmeisterschaften in einer richtig guten Form hier sich präsentiert. Und Ida Lien, die ja hier gestern bzw. vorgestern im Einzel zum ersten Mal auf dem Podium stand, gemeinsam mit Ingrid Landmark-Tandrevold. Und da kommt, ja? Ja, macht sie gut. Die Sophie Chauveau ist ein flottes Tempo angegangen. Das ist erstmal für die Hinteren dann demoralisierend. Wenn es heißt, ja, du holst nichts auf, gleicher Abstand oder so, je nachdem, was die Betreuer zurufen. Kann man auch mal sagen, du holst 2 Sekunden auf, um sie ein bisschen zu motivieren. Jetzt schauen wir, wir wissen es ganz genau. Ja. Ja, tatsächlich 2 Sekunden holt Elvira Öberg auf seit der letzten Zwischenzeit. Und Sophie Schneider verliert nichts seit der letzten Zwischenzeit. Ja, war hinter der Österreicherin 5 Sekunden beim Wechsel dran. Versucht da jetzt hinzukommen. Rotschopf macht das gut, macht das sehr gut. Ja, zuletzt mal mit einem dritten Rang im IBU Cup. Lea Rotschopf am Aber war es im Sprint. Und hier im Einzel auch wirklich ein sehr respektabler 24. Platz. Ist ja immer wieder eine große Herausforderung für die jungen Athletinnen aus dieser zweiten Liga quasi, hier reinzukommen und reinzuspringen in das Weltklassefeld. Man hört ja dann immer wieder den Satz, den man sonst nur aus dem Fernsehen kennt, plötzlich um einen herum. Daran muss man sich erst einmal gewöhnen. Die Windfahnen jetzt durch den Regen nicht mehr ganz so leicht, wie wenn es trocken ist. Das muss man auch immer ein wenig berücksichtigen. Klar, die saugen nicht, die sind schon wasserabweisend. Aber es ist nicht so aussagekräftig, der Windanzeiger, wie wenn es trocken ist. Sophie Chauveau. Oh, da war gar nichts mehr Weißes, Schwarzes im Zielbild. Der muss hier auch ausgekommen sein. Wahrscheinlich vielleicht auch klamme Finger. Da war sie gar nicht im Zielbild. Vera Oeberg ist da jetzt auch Sophie Schneider, aber der einen Nachlader reicht ihr. Frankreich bleibt vorne. Das haben die drei hier auch registriert. Lisa Vitozzi ist angekommen. Ja. Was war jetzt da? Schade drum. Ja, die vor ihr liegenden müssen alle nachladen. Schweden weg. Ja, jetzt ist Elvira Öberg durch. Ja. Aber an der Österreicherin kann sie vorbeigehen. Allerdings auch Ida Lien mit 5 Treffern hier. Lisa Vitozzi jetzt auch durch mit Nachlader. Chauveau vorne. 42,4 Sekunden. Dahinter Elvira Öberg. Österreich jetzt also. Lea Rotschopf mit 2 Strafrunden gleich fällt zurück. Anna-Maria Lampic. Vorhin schon gelaufen, ja, in der Single Mix. Genau, für Slowenien. Hatte da 0-5-0-5 liegend geschossen. Hat jetzt so ihre Probleme. Und muss jetzt treffen, sonst muss auch sie in die Runde abbiegen. Ja, schade. Strafrunde für Slowenien.
Aha, dann hat sie noch was verloren, hat sie vielleicht auch eine Patrone vorhin verloren. Ja. Fügt die nochmal ein und leider in die Strafrunde, die sie ja einigermaßen kompensieren kann. Zumindest die Runde, das Nachladen natürlich nicht. Also nach dem dritten Schießen Schovo vor Öberg aus Schweden, dann Iderlin für Norwegen, Sophia Schneider an vierter Position, 50,6 Sekunden zurück. Lisa Vitozzi 8 Sekunden hinter Sophia Schneider für Italien auf dem fünften Rang. Und dann kommt Davidova auf 6, weitere 3 Sekunden dahinter. Also die drei sind da recht eng beieinander, mit Iderlin noch, also insgesamt 4. Und dann schauen wir nochmal auf das Trefferbild von Sophia Schneider. Den raus repetiert, hat das nicht bemerkt und hat dann ein wenig die Nerven verloren. Sieht, sie ist auch sehr zittrig jetzt. Ja, aber der geht. Ja. Schade, das sind 10, 15 Sekunden, die jetzt da fehlen. Bei einem guten Rhythmus drin, Sophia Schneider. Läuft aber mit Iderlin mit. Ja, genau. Und mit der 7 hier Marketa Davidova für Tschechien. Hinter Italien rausgegangen, Lisa Vitozzi. Und das ist die Führende, die Französin Sophie Chauveau. Und im Hintergrund sehen Sie, da dauert es lange, bis die nächsten folgen. Elvira Öberg muss da gleich da oben ins Bild kommen und ist immer noch nicht zu sehen. Naja, 45 Sekunden schon fast Rückstand auf die führende Mannschaft. Das ist schon, das hätte Justin Brezaz-Bouget auch nicht viel besser machen können. Was da momentan abgeht bei den französischen Frauen, ist echt gewaltig. Und da kommen dann Fabien Claude und Quentin Fillon-Maillet an den Positionen 3 und 4. Franzosen ja eben Weltmeister geworden in dieser Disziplin der Mixstaffel, mit Eric Perrault allerdings auf der ersten Position, dann Fillon-Maillet, Julia Simon und Brezaz-Bouget, also auf zwei Positionen heute neu besetzt. Bei den Frauen gibt es keinen Unterschied. Sophia Schneider gefällt mir, was immer öfter auffällt, sie kann wirklich mit den schnellen anderen Nationen mitlaufen und das sollte ihr dann für die Zukunft doch auch mal das Selbstbewusstsein geben. Lisa Vitozzi ist dran, die war 8 Sekunden zurück. Und Benedikt Doll erwärmt sich noch mal ein wenig. Letzter Auftritt am altehrwürdigen Holmenkollen in seiner Karriere. 13. Weltcup-Jahr und der Abschied hier oben vom Hausberg in Oslo. Morgen geht's in die USA. Nach Soldier Hollow, übernächste Woche dann das Weltcup-Finale in Kenmore. So, sie ist zurück. Sophie Chauveau. Allein auf weiter Flur, die Bühne gehört ihr. Bravo, bravo. Ja, sehr gut. Und wenn ich es richtig beobachtet hat, und er ist auch wieder hier, flippt richtig aus, haben wir häufig gesehen, auch in Novosibirsk bei ihm, die Zufriedenheit in der Frauenmannschaft beim Schießen, sehr, sehr häufig. Ich habe es angedeutet, Anfang der Woche war es diesmal nicht so gut, Novosibirsk überragend, und das hier war auch ein sehr kleines Trefferbild, wenn ich es richtig beobachtet hat, Sophie Chauveau. Hat den seriösen 26 Sekunden alles erledigt, 0,5, perfekt. Und jetzt sind die Verfolgerinnen da. In großem Abstand. Jetzt aber. Ja, bravo. Sehr gut. Sehr gut. Norwegen zweimal nachladen, Schweden nachladen, Italien. Sophia Sophia Schneider geht vorbei. Klasse. Ihr folgt Elvira Öberg. Iderlin muss kämpfen,
Auch Marketa Davidova, 44,8 Sekunden. Sophia Schneider hinter Sophie Chauveau. Dann Vitozzi, 6 Sekunden dahinter. Und Elvira Öberg. Direkt an den Skienden quasi von Lisa Vitozzi. Strafrunde für Tschechien. Und Norwegen kämpft ja gegen die Strafrunde. Die beiden Böes folgen. Hiderlin muss treffen, schafft sie auch. Patrick Oberegger erleichtert wahrscheinlich, unschwer zu erkennen. Also verändertes Bild, sehr erfreulich aus deutscher Sicht. Der Sprung auf den zweiten Rang, Sophia Schneider. Dass sie die Nerven hat, hat sie auch in Novo Mesto bewiesen, als sie in der Frauenstaffel da ganz kurzfristig einspringen musste für Franziska Preuß und das gleich auf die vierte Position und am Ende die Bronzemedaille gesichert hat fürs Team. Auch hier heute macht sie wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Bis hierhin die schnellste Schießzeit, 21,8 Sekunden. Besser geht's nicht. Das war ein brillantes Schießen von Sophia Schneider. Ja, und auch das sieht so einfach aus. Und doch kann mal so ein Schuss oder zwei oder drei oder vier daneben gehen. Insofern hat sie hier eine ordentliche Voraussetzung geschaffen für Benedikt Doll, der dann gleich folgen wird, unangefochten. Mit nur einem Nachlader nach vier Schießen. Die französische Mannschaft, Sophie Chauveau. Sehr, sehr souverän. Bislang haben wir sie mal in der Studie. Dann Sophia Schneider und da hinten zu sehen die Konkurrenz. Elvira Öberg, Lisa Vitozzi. Ja, es kann schon sein, dass die jetzt da auflaufen. Ja, ja, genau, da ist es soweit. Trotzdem, wenn sie da nicht weniger als 5 Sekunden hinter denen ins Ziel kommt, dann wäre es echt gut. Vielleicht kann sie sich auch ranhängen. So wie sie es eben, wie erwähnt, gezeigt hat in den letzten Rennen. Geht es zunächst mal hier rein in den Schuss. Also sieht sehr gut aus momentan für das deutsche Quartett. Und sehr gut für das Französische. Die zweite Läuferin hier, Sophie Chauveau, mit der 18 davor. Da droht die Überrundung. Polina Jegorova aus Kasachstan ist das. Geht sie vorbei, müssten die Kasachinnen das Rennen gleich verlassen. Fabien Claude für Frankreich, der 28-Jährige. Bronze mit der Staffel gewonnen in Novo Mesto. Der nächste für die französische Mannschaft. Und Elvira Öberg und Lisa Vitozzi sind vorbeigegangen an Sophia Schneider. Wie zu erwarten war, die kämpfen jetzt hier nebeneinander, Schulter an Schulter. Und Lisa Vitozzi setzt sich an der Stelle zunächst mal durch, setzt sich vor die Schwedin. Und dann sind wir gespannt, wie Sophia Schneider da mit kann oder eventuell ein Stückchen abreißen lassen muss. Alles sauber, komm, jede Sekunde hier, komm! Komm hier nochmal drüber hier, komm! Komm, komm! Hopp! Lass mich aus den Augen! Hopp, 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 hopp! Ah, Jens Filbrich gibt alles, wie die Athletinnen und Athleten, kämpft er da oben mit. Stimmgewaltig. Nochmal mit dem letzten Push. Ja, die Schweizer Mannschaft auf den 16. Rang mit 2 Strafrunden schon zurückgefallen. Anna-Maria Lampitsch auf dem 9. Rang rausgegangen nach der Strafrunde. Mit 2,5 Minuten die Slowenen auch schon zurück. Und die Musik hier vorne, die bestimmt Frankreich in Person von Sophie Chauveau. Ja, und die beiden hier, die pushen sich natürlich gegenseitig. Ja. Und da wird es schwierig für Sophia Schneider, den Abstand nicht größer werden zu lassen. Aber wirklich dickes Kompliment an Sie hier, an Sophie Chauveau. Die jetzt übergibt also an Fabien Claude.
Und das wird sich ja auch Justine Bressas-Boucher freuen, dass die Kollegin das hier so gut gemeistert hat auf dieser zweiten Position. Und auch hier gilt ja, was wir vorhin mal gesagt haben, es ist dennoch wichtig, auch mal andere Athletinnen einzusetzen in diesen Staffeln, auch auf den unterschiedlichen Positionen, einfach diesen Rennrhythmus zu erfahren und das mitzubekommen, ist doch recht hektisch in so einem Rennen. Der Staffel ist einfach, man sagt es ja schon seit 100 Jahren, hat seine eigenen Gesetze. Und so ist es auch. Die vermeintlichen Top-Favoriten sind auf alle Fälle nicht unter den ersten Vieren, sondern sind erst Fünfter im Augenblick. Ja, genau, mit Norwegen. Also der Wechsel mittlerweile. Elvira Öberg auf Jesper Nelin und Lisa Vitozzi auf Lukas Hofer. Und dann kommt Ida Lien und wird gleich Tarje Bö auf die Reise schicken. Die aber hier wirklich eine tolle Woche hatte mit dem dritten Platz im Einzel. Gemeinsam mit Ingrid Landmark-Kandrevold auf dem Podium gestanden. Und jetzt geht's los. Tarje Bö ist unterwegs. Und wir gehen mal schnell runter zu Nils Kaben. Bitte, Nils. Ja, Janina Hettich-Walz ist schnell zu uns gekommen. Die Startläuferin heute deutlich zufriedener als in den letzten Tagen. Janina, Formsteigerung ohne Ruhepause, wie geht das? Irgendwie hatte ich in den letzten beiden Rennen das Gefühl, dass ich noch nicht so richtig mich so richtig ausbelasten kann. Ich nicht so ganz bei 100% bin. Das war jetzt heute besser. Ich denke, läuferisch war es heute wirklich in Ordnung. Am Schießstand, ja, ich hatte die letzten Tage auch schon immer ein bisschen Probleme auch mit dem Einschätzen von dem Wind hier. Von daher, ja, ein oder zwei Nachlader wären natürlich besser gewesen, aber ich bin ganz froh, dass ich zumindest die Nachlader, die ich hatte, direkt getroffen habe. Wie geht man als Athlet mit diesem Sauwetter um? Ja, annehmen, wie es ist, kann man jetzt nichts ändern. Ja, mal eine Regenjacke mehr mitnehmen. Dankeschön. Gern. Genau, das ist die richtige Einstellung. Es ist eine Outdoor-Sportart, da musst du es nehmen, wie es kommt. Und es ist ja auch ein Teil des Kampfes, des Sportes, der es einfach ausmacht. Es sind die zwei Disziplinen aber eben auch. Und was haben wir das in den letzten Wochen diskutiert? Die Bedingungen drumherum, das Material, die Kondition oder das Gefühl am Tag. Also es ist so viel Nuancen, was es ausmacht am Ende. Und umso wichtiger oder umso mehr ist es ja eine Begeisterung, da mal ganz oben zu stehen. Definitiv, und sie hat natürlich recht. Sie ist die dritte Laufzeit hatte sie auf ihrer Runde, nur 9 Sekunden hinter Ingrid Landmark-Tandrevold und 7 hinter Julien Simon. Also das ist sehr gut. Sehr gut, ja. Das ist eine deutliche Steigerung zu dem, was eben ihr vorher gelungen ist. Und da kann sie jetzt wieder ein bisschen zuversichtlicher sein, was die nächsten Rennen anbelangt. Und das ist das Bild zur Halbzeit quasi. Frankreich vor Schweden, Italien, Deutschland auf dem 4. Platz in Schlagdistanz. 12 Sekunden hinter Italien der Wechsel. Ah, Lukas Hofer in seiner unnachahmlichen Art. Ja, an Jesper Nelin hier vorbeigegangen. Und Nelin ja der Kunde, mit dem gestern Benedikt Doll da auf der letzten Runde so viel Stress hatte, beziehungsweise eben, der ihm das Leben schwer gemacht hat, den aber dann doch letztlich bezwingen konnte. Ja, der am Ende Dritter wurde, Jesper Nelin, auch er zum ersten Mal auf dem Podium in seiner Karriere. Hat lange dafür gebraucht, hat er nochmal gesagt im Interview. Und war richtig, richtig happy. 15 Sekunden auf 2, die Ansage an Benedikt Doll. Und Fabian Kloth kommt hier zum Schießstand. Diese Matten sind so nass, das ist, als würdest du dich in eine Pfütze legen. Definitiv. Also das ist wirklich auch unangenehm und kalt. Aber offensichtlich nicht rutschig. Nein, nicht rutschig. Ja. Glück hier. Ja. Hofer und Nelin sind herangerutscht, aber er hat es gebogen mit dem einen Nachlader. Und Benedikt Doll ist da.
Jesper Nehlin mit Vorteil gegenüber Hofer. Der muss nachladen. Was macht Benedikt Doll? Beginnt hier mit einem Fehler. Also ein Nachlader, da hat er jetzt nichts gut machen können gegenüber der Konkurrenz. Situation nicht nutzen können, zumindest Italien auch gegenüber oder auch Frankreich gegenüber ein bisschen was gut machen können. Ein paar Sekunden musste auch nachladen. Der erste Schuss, dieser Randfehler tief, der war gestern genau an die gleiche Stelle, da war es ein Randtreffer tief. Also es ging hier nur um einen Millimeter, aber der war eben zu wenig und er macht es hier natürlich brillant. Meisterlich, wie wir ihn kennen, Tarje Böe mit 35 Jahren immer noch auf absolutem Top-Niveau. Und es ist überhaupt nichts davon zu hören, ob er weitermacht oder aufhört. Auf dem Niveau, wie er unterwegs ist. Wäre es schade drum, würden wir ihn vermissen im nächsten Jahr. Unglaublich. Michal Krtčmár hier vorne für Tschechien mit der 7. Und mit der 13 nebendran der Pole. Patrick Priem. Krtčmár fertig. Ja. Ja, Dovzan hat sich da jetzt hingelegt. Also Tschechien auf dem 6. Rang. 1,47, aber jetzt schon zurück. Also da vorne geht mächtig die Post ab. Fabian Gloth. Nehlin 24,9 Sekunden, der hat profitiert übers Schießen. Knapp 10 Sekunden gut machen können, auch Frankreich, weil er gut durchgekommen ist. Hofer 6 Sekunden hinter dem Schweden und Benedikt Doll 17 Sekunden hinter Hofer auf dem 4. Rang. Verlieren aber gegen Frankreich, Schweden verliert gegen Frankreich, Italien macht eine Sekunde gut. Benedikt Doll wird gleich zur Zwischenzeit kommen. Da haben wir ihn in der Studie, Wechselbad der Gefühle in dieser Woche. Roman Böttcher haben wir da gesehen, der auch mit hier ist am Holmenkollen. Nicht mitgehen wird nach Obersee, der Heimtrainer aus dem Schwarzwald, aber hier mit dabei sein kann auf der Abschiedstour seines langjährigen Schützlinges von Benedikt Doll. Ja, und 1,5 Sekunden hat Benedikt Doll gegen Fabien Gloth hier einbüßen müssen bis zur ersten Zwischenzeit. Aber das ist nicht sehr aussagekräftig. Schön, wie er hier in der 1-1er raufläuft, Fabien Gloth. In der 1-1er Technik. Bis fast oben hin, bis zum letzten Drittel. Man hat ja dann auch so seine Markierungen, wo man unbedingt hinkommen will in der 1-1er Technik, um dann zu wechseln. Da schaut man sich vorher an. Da kommen die beiden. Lukas Hofer links. Ja. Und Jesper Nehlin, genau. Ja, also Lukas Hofer ist nicht nur rangelaufen, jetzt geht er auch vorbei am Schweden und da oben rast Benedikt Doll den Abhang hinunter. Hopp, zieht ihm die Ski etwas auseinander, aber... Ja, es ist eben so, wenn das so glatt ist, ja. Fischer hat es ja nochmal gesagt, der hier jeden Tag mit Laura auch rumläuft. Das ist alles so ein bisschen, ja, das schwebt so ein bisschen und glatt. Ja, es ist glatt. Und wenn du da unten stürzt, ja, dann verliest du... 10 bis 15 Sekunden auf alle Fälle. Komm, komm! 50 nach vorne, 20 auf 2. Komm nochmal jetzt. Hopp, jawohl, hopp! Ja, was kommt hin? Die Ansage von Jens Filbrich. Und schon wieder zurück hier am Schießstand. Fabien Gloth. War der knapp. Ja. Ach man, war der knapp. Es hat gewackelt, aber ist nicht gefallen. Aber wir sind in Norwegen und hörst du die Anfeuerungsrufe für Frankreich? Ja. Schön. Und am Ende hat das umgelegt. Alle 5 Scheiben. Jesper Nehlin
Lukas Hofer, der hier schon vier, jetzt fünf Scheiben, also der kann sich jetzt absetzen vom Schweden über dieses Schießen. Der muss nachladen, was gelingt jetzt Benedikt Doll. Oh, 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 langsam. Oh, oh ja, das ist langsam. Ganz, ganz wild hier. Ein wildes Schießen, drei Patronen bleiben für drei Ziele. Wenn er eins verfehlt, geht es in die Strafrunde für Benedikt Doll. Tarje Bö, ja, am Stand. Tarje Bö, Wahnsinn. Ja, jetzt geht er mit ihm raus hier, Benedikt Doll. Das war ein harter Kampf, reine Nervensache. Da alles treffen zu müssen, Strafrunde zu vermeiden. Und jetzt hat er hier den richtigen Gegner für die nächste Laufrunde mit Tarje Bö. Also von 4 auf 5, 55,5 Sekunden der Rückstand dieser beiden hier auf Claude, den Franzosen, Hofer an 2, Nelin an 3. Ja, und sehr viele französische Fans oder sehr viele neutrale Norweger da, die Fabien Claude so angefeuert haben. Das war jetzt schon ein tolles Zeichen auch vom Publikum. Ja, die das auch alle registrieren in diesen, ja, bei diesen Bedingungen hier, in diesem Regen hier, diesen Sport betreiben zu müssen, will man gar nicht sagen. Aber das ist schon wirklich widrige Bedingungen während der letzten Tage. Lukas Hofer hat hier an alte Glanztage angeschlossen. 20,4 Sekunden waren das bei Luki. Das war schon extrem gut und das gibt natürlich Auftrieb. Und da kann er jetzt in der letzten Runde nochmal Kräfte freimachen. Wie er kämpft, wie er atmet, wie er schnauft und hier elegant um diese Spitzkehre läuft. Großartig. Und er tut sich da schon etwas härter. Ja, ist aber dann am Schießstand doch noch am Ende, hat er es noch ganz gut hingekriegt. Ja. Diesen dritten Platz hier gehalten. Lukas Hofer halt ziehen lassen müssen. Und er weiß natürlich jetzt, wer dahinter ihm kommt, mit Tarje Bö. Allerdings eine halbe Minute hinten dran. Also jetzt sieht er es auch hier an dieser Stelle, dieser Spitzkehre, kann man die Verfolger ganz gut sehen, den Abstand sehen. Und das hatten wir gestern schon, das Paar im Rennen. Tarje Bö und Benedikt Doll. Na, ein bisschen, ein paar Meter hat Tarje Bö gemacht hier. Den Benedikt Doll distanziert. Da sind wir wieder vorne an der Spitze. Und Lukas Hofer, sehr guter Wettkampf bis hierhin. Insgesamt vom italienischen Quartett. Lisa Vitozzi, die sie da ganz vorne platziert hat, ihm diese Voraussetzung geschaffen hat, aber er macht's gut. Ja, er macht's super. Der Lukas Hofer macht's gut. Holt zwar jetzt auch nichts auf gegen Fabien Claude, der auch hervorragend rennt. Die sind einfach so ähnlich stark im Laufen im Augenblick, dass da keiner dem anderen jetzt wirklich die Parole bieten kann. Da ist der Tarje Bö vielleicht jetzt ein wenig im Vorteil. Der kann vielleicht 3, 4, 5 Sekunden gut machen. Sind wir gespannt. Ja, Philipp Navrat hat es eilig, da zur 15. Wechselzone zu kommen. Ja. 5 Sekunden kann er gut machen. Das heißt, Benedikt Doll verliert er auch nichts auf die Spitze. Im Gegenteil, er macht sogar 1,5 oder 2 Sekunden gut. Aber Tarje fliegt hier um seine Hausstrecke. Antreten, komm, komm! Geh noch mal kurz hier noch mal antippen. Schieß schon bergvoll drüber, komm, hopp! Boah, siehst du das? Jawohl. Ein Wahnsinn. Fabien Claude, wie der hier hochspringt. Welch eine Kraft und welche eine Dynamik am Ende dieser Woche hier. Lukas Hofer. Ach, er schaut gut aus. Kämpft. Ja, ich finde den Lukas Hofer ja schon seinen tollen Typen einfach. Ein klasse Biathleten und einen großartigen Menschen. Und hatte jetzt eben wirklich schwierige Jahre mit seinen Verletzungen. Sind weit zurückgeworfen, hat ganz rausgeworfen, hat im Prinzip. Und so langsam hat er sich jetzt wieder zurückgekämpft. Und das ist der Wechsel bei den Franzosen. Quentin Fillon-Maillet auf dem Weg.
Lukas Hofer übergibt gleich an Tommaso Giacomel. Der jetzt rausgeht, 18 Sekunden zurück. Also Lukas Hofer hat da noch ein paar Sekunden auf Fabian Gloth verloren. Und dann kommt Jesper Nelin und der übergibt dann an Martin Ponziluoma. Auch die Schweden also in einer guten Position hier auf diesem dritten Rang und dann eben mit diesem starken Athleten hinten drauf. Schade, dass Benedikt Dolder mit Tarje Böh nicht mithalten konnte, was ja durchaus auch erwartet werden konnte. Ich sag's mir jetzt mal ein bisschen pessimistisch. Aber jetzt hat Philipp Navrat natürlich eine Mörderaufgabe vor sich, ja, da. Absolut. Das sind ja lauter echt ganz starke Athleten davon. Also direkt vor ihm Johannes Tinjes Bö auf die Reise geschickt worden von seinem Bruder Tarje. Und wir hören mal runter. Nils Kaben mit Sophia Schneider, bitte. Ja, die ist auch gerade aus der Umkleidekabine zurück. Sophia als Vierte übernommen, als Vierte übergeben. Heute ein besseres Gefühl gehabt als die Tage zuvor? Ja, heute hatte ich auf jeden Fall ein besseres Gefühl, vor allem im Stehenschießen. Da konnte ich jetzt das mal umsetzen, als zügiges Schießen und entschlossen hingehen. Und also natürlich habe ich auf der Schlussrunde noch mal ein bisschen was verloren. Aber das waren jetzt auch keine schlechten Läuferinnen mit der Elvira und der Lisa. Und soweit bin ich zufrieden mit dem Rennen. Ich habe gesehen, vor dem Start hat der Sverre Olsby-Reuseland sie noch mal zur Seite genommen hinter dem Schießstand und ihm noch ein paar Tipps gegeben. Was sind die entscheidenden Ratschläge kurz vor dem Start? Ja, er hat mir noch mal gesagt, dass ich gut auf die Windfahnen achten soll, weil die durch den Regen sehr durchnässt sind und dadurch werden die so schwer. Und dann, wenn ein bisschen Wind drinnen ist, dann sieht man den nicht gleich so. Und das war noch mal ein guter Hinweis. Deswegen habe ich dann auch zwei noch mal rechts gedreht, obwohl der Wind nicht so extrem war. Liegend, glaube ich, waren das einfach ein Schießfehler. Das hatte jetzt nichts mehr mit Wind zu tun. Alles klar, vielen Dank. Danke. Klar, die reagieren. Und das passiert ja eben auch. Und hier haben wir den großen Meister Johannes Tinjes Bö. Aber seine Aufgabe ist schon auch eine relativ große, wenn sie das hier noch gewinnen wollen. Hängt alles natürlich auch davon ab, ob die Franzose in dem Fall Quentin Fillon-Maillet weiter so souverän bleibt oder die Tür aufmacht. Und Philipp Navrat geht jetzt auch etwas, was seinem Naturell etwas entgegenkommt, all in. Also ja. Er läuft ja auch das gleiche Tempo jetzt. Mindestens. Und da sehen wir Überrundete, die jetzt auslaufen. Mit der Nummer 15 ist das Finnland, ja. Wenn es die 15 ist, ja, ist 5, da geht's. Ja, er schaut schon über die Schulter weg und lässt hier Tommaso Giacomel vorbei. Und damit ist das Rennen für das finnische Quartett zu Ende, die ja vorhin in der Single-Mix-Staffel den dritten Platz belegt haben. Die Finnen sehr gutes Rennen gemacht haben. Martin Ponziluoma hier an der dritten Position, also Frankreich vor Italien und Schweden. Die Abstände zwischen 1 und 2 und 2 und 3 ähnlich. Dann Johannes Tinjes Bø und Philipp Navrat, da haben wir die beiden. Philipp hat natürlich die Kraft, ist einer, der eher diese 2-1er Bergtechnik bevorzugt. 5 Sekunden nach vorne, gut gemacht, jawohl, saustark, komm, hopp, hopp. Ja, gestern auch mit einem tollen Rennen im Massenstart, 6. Rang mit gewesen bei der Siegerehrung, ein Fehler nur bei 4-mal Schießen, aber jetzt schauen wir auf Quentin Fillon-Maillet und er schaut sich die Fahnen hier an. Wie ist die Windsituation? Ja, schaut nochmal hin und nochmal hin. Dann justiert er bei links. Bei links gedreht. Ja, Giacomel neben ihm. Ja. Das hat er nutzen können, der Tommaso Giacomel. Oh,
Auch Ponzi Loma lässt hier keine Zweifel. Schade. Ja, sehr schade für Philipp Navrat, aber er trifft mit dem ersten Nachlader. Kann Johannes Tennisbö folgen. Das Gewehr noch mal ein bisschen richten. Das hängt hier noch ein bisschen quer im Rücken. Sind eine Schlaufe nicht drin. Was hat er da? Er hat sich verhängt mit dem, mit dem Schießriemen wahrscheinlich. Ja. Ja. Oder mit. Ja, das ist natürlich alles dumm. Jetzt verliert er. Richtig bitter. Das sind wichtige Sekunden, die hier verloren gehen in dieser Situation für Philipp Navrat. Richtig ärgerlich. Der hat das eilig gehabt, natürlich das Gewehr überzuschwingen. Ach, und dann so, dass er nochmal anhalten muss. Also komplett die Geschwindigkeit aufgeben muss und neu Anlauf nehmen. Er konnte so nicht weiterlaufen. Da, das klar. Geht nicht. Ja, klar. Gute Minute jetzt, der Rückstand für Philipp Navrat. Vorne also Frankreich nach diesem siebten Schießen. Vor Giacomel nur noch 6,2 Sekunden zurück, die Italiener. Dann Ponzi Luoma für Schweden 24,2 und Johannes Tinjesbö 43,1 Sekunden. Im Vergleich zum Wechsel also knapp 10 Sekunden rangekommen an die Spitze Johannes Tinjesbö. So, und da haben wir die beiden Führenden hier, Fio Maillet und dahinter Giacomel. 2,9 Sekunden hat der Italiener sogar noch ein paar wieder gut gemacht. Also von Martin Ponzi Luoma. Und der Italiener ist ein sehr starker Stehenschütze. Der kann auch unter 20 Sekunden locker schießen. Also da hat Quentin Fio Maillet jetzt schon einen starken Gegner, den er da jetzt niederhalten müsste. Kommt ein bisschen darauf an, wie es ihm heute geht. Die Woche war nicht ganz so entspannt bei Tommaso Giacomel. Ah, und unnachahmlich hier Johannes Tinjesbö. Jetzt steht schon die 3 vorne. 37,7 Sekunden. Nur noch zurück zur Erinnerung. Beim Wechsel waren es 52,7. Und dann kommt gleich auch Philipp Navrat hier zur Zeitnahme. Ja, 1:03. 2 Sekunden verloren. Ja. Aber das ist natürlich auch schwierig, so eine Situation dann wegzustecken, als sei nichts gewesen. Wird er sich ärgern, natürlich wird er sich ärgern. Er ist, ich glaube, das ist ums Griffstück gewickelt gewesen, also das passiert. Er wollte schnell weglaufen und irgendwie hat sich das Tragegestell ums Griffstück gewickelt und da kannst du nicht mehr laufen, das ist definitiv. Er hat das Gewehr allerdings außerhalb des Schießstandes abgenommen. Es ist so grenzwertig. Da weiß ich nicht, ob irgendwer was dagegen hat. Sicherheitsbestimmungen oder so. Kein Sternchen am Namen. Normalerweise wird es ja dann markiert, wenn es überprüft wird. Das ist nicht der Fall. So, und jetzt sind sie hier zusammen, die beiden. Vor dem letzten Schießen. Nochmal stehender Anschlag und dann gibt es die Schlussrunde zum Ziel. Und es werden extrem viele Teams überrundet. Bis jetzt 11 Teams. 11 Teams von 23. Ja. Das ist schon ungewöhnlich viel, ja. Ja. Da wieder die nächste Überrundung jetzt für Bulgarien. So. So, jetzt das abschließende Schießen. Frankreich, Italien. Das sind die beiden auf Matte 1 und 2. Aha. Quentin Fio Maillet kann hier davonziehen. Tommaso Giacomel muss jetzt treffen mit jedem Schuss, sonst geht es in die Runde. Und Martin Ponzi Luoma lässt sich sehr lange Zeit. Johannes Tinjesbö ist da. Strafrunde Italien.
Kann der Norweger jetzt hier vorbeispringen? Zwei Strafrunden Italien. Und Ponzi Lohma steht immer noch da, lange, lange, und trifft wieder nicht. Ja, sag mal. Johannes Dinisbö. Wind ist zwar da, aber... Oh ja, auch er zwei Fehler. Und jetzt muss auch er aufpassen, dass er hier nicht doch noch in die Runde muss. Eine Chance für Filip Navrat. Aber es scheint wirklich schwierig zu sein hier. Freunde, ihr müsst auf das Nervenspiel. Auf der Schwarze schießen. Und? Ah! Nein! Ja, bist du narrisch. So, die beiden sind raus. Und jetzt? Und jetzt läuft er weg. Also der Fehler war noch angezeigt. Oh. Ich hoffe mal, dass er getroffen hat. Ja, hat er. Ich glaube schon. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht so weggestiefelt. Ja, doch. Er hat getroffen. Na, schau dir das, was das für eine letzte Runde wird. Das ist jetzt eine letzte Runde hier. Fillon Maillet auf 1, Giacomel auf 2 und das sind die drei hier. Giacomel, Ponzi Lohma, Johannes Tinisbö und Navrat. Die vier kämpfen um die Plätze da vorne. Hinter ihm, hinter Quentin Fillon Maillet. Der hat hier nochmal ein richtig gutes Schießen mit dem einen Nachlader hingelegt. Und dadurch, dass die anderen so viele gebraucht haben, ist das der Vorsprung auf über eine Minute hier gewachsen. Also können wir den Franzosen hier gratulieren zum Sieg in dieser Mixed-Staffel. Denn das wird auf diesen 2 Kilometern für ihn ja, eine schöne Runde, eine angenehme Runde. Aber da hinten dran, da tobt der Kampf. Ja. Vier streiten sich um diesen 2 Plätze. Ah, und da war er. Bravo. Ja, also eindeutig gefallen die Scheibe bei Filip Navrat. So, da haben wir die 4. Haha. Mittendrin Johannes Tinisbö, Martin Ponzi Lohma, Tommaso Giacomel und Filip Navrat. Also ein starker Spurter ist Giacomel. Auch Ponzi Lohma ist kein schlechter. Johannes Tinisbö scheut die Sprints. Der müsste eigentlich attackieren, ne? Ja. Der ruht sich jetzt ein wenig aus und wird auf der Strecke wahrscheinlich dann angreifen. Vor der Spitzkehre macht es keinen Sinn. Ja. Oder wenig Sinn. Auf die laufen sie jetzt hier zu. Und entsprechend die Aufregung hier rechts natürlich bei den Trainern. Christian Mehringer da hinten, deutsche Frauentrainer, der neben Filip Navrat herläuft. Oh, da ist jetzt eine kleine Lücke. Filip Navrat kann erfolgen. Jetzt geht es hier rein in die Abfahrt. Fillon Maillet da vorne weg. Die Weltmeister also von Novo Mesto auch heute wieder in anderer Besetzung ganz vorne. Und Filip Navrat kommt nicht mit. So, Johannes Tinisbö jetzt schon da vorne in erster Linie. Neben Giacomel. Na, Filip Navrat kommt nicht mit, der ist blau. Der muss abreißen lassen, kann den Dreien da nicht folgen. Aber ich bin gespannt, was Johannes Tinisbö macht. Ja, jetzt momentan, kommt's. Ja, belauern die sich da so ein bisschen. Jetzt geht's hier gleich in diese Abfahrt rein. Da kommen die drei. So oft ist dieser Anstieg schon genutzt worden, um Attacken zu reiten. Und das wird jetzt auch so kommen. Ich denke mal schon, dass das Tempo jetzt da extrem hoch sein wird. Der Filip hat aufgegeben. Mehr oder weniger. Giacomel. Ja. Johannes Tinisbö springt an, aber schaut, Giacomel ganz stark hier neben dem Norweger. Probier's, komm! Probier's, ist klar, komm, das wird er auch. Hopp, probier's, hopp! So, also jetzt ist er hier in der vorderen Position, Johannes Tinisbö, dann Ponzi Lohma und auch Tommaso Giacomel muss ein bisschen abreißen lassen. Ja. Im Spurt wäre es was anderes gewesen, aber so war es genau richtig von Johannes Tinisbö. Aber natürlich hat er jetzt mit Ponzi Lohma einen, der extrem gut laufen kann. Den schüttelt er nicht ab, zumindest nicht so leicht. Und Quentin Fillon Maillet, haben Sie vielleicht gesehen, hat sich dann nochmal kurz umgeschaut. Völlig sorgenfrei in Richtung Ziellinie. Das hier ist das Duell um den 2. Rang. Abgeschüttelt Tommaso Giacomel und auch Filip Navrat. Und jetzt hier vorbei. Also Gratulation an Frankreich.
Julia Simon, Sophie Chauveau, Fabien Claude und Quentin Fillon-Maillet sichern sich den Sieg hier zum Abschluss am Holmenkollen. Zum zweiten Mal auch in Östersund haben sie die Mixstaffel gewonnen und natürlich in Novo Mesto. Von Anfang an das Rennen bestimmt, die Franzosen, und er hat es zu Ende gebracht. Und das ist das Bild hier. Irre, Martin Ponciloma ist vorbeigegangen. Schade, haben wir nicht gesehen, aber er hat die Führung sich hier zurückerarbeitet und gleich diverse Meter dazwischen sich und Johannes Tinnisbø legen können. Der Norweger konnte da nicht mit. Ganz stark. Martin Ponciloma, vorhin in der Single-Mix-Staffel war es umgekehrt. Da ist Christiansen der Sieger gewesen gegen Samuelsson. Aber jetzt ist es Martin Ponciloma, der hier Johannes Tinnisbø auf dem letzten halben Kilometer niederringt. Und dahinter kommt dann Tommaso Giacomel für Italien. Ja, der ärgert sich natürlich, aber welch ein Kampf da nach dem letzten Schießen. Und die beiden da vorne läuferisch nicht zu halten. Weder vom Italiener noch vom Philipp Nabrat, der, du hast es gesagt, dann ein wenig hat abreißen lassen und ein wenig austrudeln hat lassen. Und kommt hier rein an fünfter Position. 10 Nachlader haben die Deutschen gebraucht. Strafrunde bei Norwegen, 2 Strafrunden sogar bei Italien. Und die Glückwünsche hier untereinander der siegreichen Staffeln heute, die das Podium besetzen. Frankreich, Schweden und Norwegen. Ja, also prima mit diesen schönen Bildern hier, den fairen Gesten untereinander. Schauen wir noch mal kurz hier drauf. Das ist das Ergebnis. Das sind die ersten 5, die im Ziel sind. Gratulieren also Frankreich. Alex, bitte. Ja, vielen Dank, Christoph. Also Mix-Weltmeister Frankreich gewinnt auch hier in Oslo. Den Saisonauftakt in Östersund hatten sie auch schon gewonnen. Und man muss sagen, wenn man hinten raus Quentin Fillon-Maillet sieht, mit was für einer Ruhe und doch Weltklasse, dann ist das auch verdient am Ende mit dem Vorsprung. Ja, es war der Showdown beim letzten Schießen und das hat er klasse gemacht. Und da muss man einfach sagen, das war besser als die anderen, ja. Wir können uns das auch gerne nochmal anschauen. Das letzte Schießen von Quentin Fillon-Maillet, da sagen wir so oft und haben es auch schon oft gesagt, Mindset. Ich will treffen, ich treffe. Gelingt Frankreich, Norwegen manchmal besser als uns. Ja, und das bei Windbedingungen, die dann auch nicht stellenweise böig kamen. Es war gar nicht so einfach zu schießen. Wir haben das ja oft gezeigt. Man möchte da irgendwo mitten im Zentrum sein und dann drückt das immer mal auch durch so eine Böe. Aber die Stärke war bei den Franzosen heute absolut, wirklich von den beiden Frauen über die beiden Männer. Sie waren am ausgeglichensten und somit dann wirklich verdient vorne gewesen. Genau, und am Ende hat er das auch in aller Ruhe nach Hause fahren können. Dahinter noch der Dreikampf war es dann am Ende. Philipp Navrat hatte auch noch mal beim letzten Schießen, das war noch mal eine kuriose Situation, das können wir uns vielleicht auch noch mal anschauen. Hätte da auch noch mal durchaus weiter nach vorne kommen können. Ja, wenn er hier mit 0,5 durchgekommen wäre, also mit allen 5 Schüssen sofort die Scheiben abgeräumt hätte, hätte er noch mal vorbeiziehen können, weil eben die Norweger 3 Nachlader brauchen, die Schweden genauso. Italien muss 2-mal in die Runde. Und es ist schade, dass er den letzten da nicht getroffen hat und dann auch noch die Probleme mit der Waffe hatte. Ja, das zeichnet eben den Schlussläufer auch aus, dass er die Situation erkennt und dann wirklich auch reagiert. Und ja, leider ist es halt nicht geglückt, aber er hat zumindest die Situation gesehen und hat wirklich mit den ersten 4 Schuss getroffen, was ja bei Ingrid Landmark-Tandwall ähnlich war. Und dann halt sie mit 4 Nachladern, beziehungsweise mit den einen halt, die dann nicht diesen noch getroffen und somit in die Strafrunde. Wir wollen mal hören, was Benedikt Doll zu sagen hat. Der steht unten bei Nils. Ja, Benni, auffälligste Szene in Ihrem Rennen war das Stehenschießen. War das so ein volle Kanne, alles auf eine Karte, Risikoschießen? Ja, war schon ziemlich schnell geschossen. Ja, ich wollte einfach ein bisschen mal die Chance nutzen, da auch vorzukommen. Und ja, entweder das passt oder das passt nicht. Die waren dann alle rechts. Also vom Timing hat es nicht so gut geklappt. Und dann musste ich den letzten beiden konnte ich ein bisschen justieren. Aber ja, war dann natürlich mit 3 Nachlader die gute Schießzeit dahin. Was geht dann in Ihrem Kopf vor in dem Moment? Dann wissen Sie ja schon, jetzt muss jeder sitzen, sonst geht es leider Gottes in die Strafrunde. Ja, man probiert es oder probiert es nicht. Im Notfall hat man ja die Nachlader als Backup. Ist natürlich nicht Ziel, unbedingt Nachlader zu schießen. Also ich will dann schon mit 0,5 durchkommen. Aber ja, irgendwie hat es nicht ganz gereicht. Spielt dann immer noch ein bisschen die Anstrengung rein. Und ich war schon sehr, sehr erschöpft von gestern noch. Und da Tare, der gibt da einfach auch so viel Gas auf der Runde. Und da muss man dann erstmal hinterherkommen. Und
Ja, es war schwieriges Schießen und ich habe ein bisschen zu viel riskiert vielleicht. Es war auch Ihr letztes Rennen hier oben am Hollenkollen. Macht Ihnen das Biathlon-Wohnzimmer den Abschied ein bisschen leichter? Ja, auf jeden Fall. Also es macht jetzt so langsam, reicht es mir. Es war jetzt 4 Wochen von schlechtem Wetter und ich freue mich jetzt auf Amerika. Da sind die Bedingungen ein bisschen besser. Ja, das wollen wir mal hoffen. Sie gehen morgen, glaube ich, geht's los, oder? Wie ist der Reiseplan? Ja, genau. Morgen fliegt man rüber. Ja, dann wünsche ich Ihnen eine gute Reise und ich sehe da vorne, Philipp Navrat ist auf dem Weg. Dann gute Reise und viel Spaß beim nächsten Teil des Abschieds in den USA. Wir warten auf Philipp Navrat. Der hat noch 2 Meter, dann ist er da. Gibt ja auch eine Menge zu bereden. Philipp, willkommen. Schön, dass das so fix geklappt hat. Kommen Sie einen Schritt näher, denn es ist ein klein bisschen trockener hier unter unserem Schirm. Wenn man 3 Sonnenschnellen vor der Nase hat auf der Schlussrunde, wie lange traut man sich dann, da dran zu bleiben? Also meine Taktik war bloß nicht einstecken, Charakter zeigen, ja, weiter dranbleiben und drauf lauern und drauf warten, bis sich die Chance ergibt. Und die hätte sie ergeben tatsächlich, genauso wie ich es vermutet hatte auch. Gut, die kennen mich glaube ich mittlerweile auch, von daher wissen die genau, dass da ja keine Lücken zum Lassen sind. Und ja, wenn ich da, die Opta nicht vielleicht hängen geblieben wäre, oder sogar die ein oder andere letzte Scheibe noch getroffen hätte. Wer weiß, aber es war hart auf der letzten Runde. Sie haben die Szene gerade angesprochen. Wir können sie, glaube ich, auch noch mal zusammen anschauen hier auf unserem Monitor. Was ist da passiert? Also es ist so, dass das Tragegestell, ja, der untere Teil quasi, wenn der sich im Diopter verhängt, dann ist keine Chance mehr, da rauszukommen. Das sieht man jetzt links, quasi quer, hängt es drin und ich komme fast nicht raus. Und dann muss ich das ausfehlen und dann war es ausgefehlt und dann kann ich es schultern, ja. Und da kommt man fast nicht los. Das ist gemein, Fernsehen ist manchmal gemein, ne? Ja, ich hab's selber noch gesehen und muss selber schmunzeln, also alles gut. Wie lange dauert es, bis man dann sozusagen wieder sich konzentriert hat und dieses Mist verdammt nochmal weggesteckt hat? Ja klar, sieht man dann vor sich die Lücke größer werden. Man weiß, wo man da hätte sein können, wenn das nicht passiert wäre. Da wären wir ungefähr in dem gleichen Rückstand wie in der ersten Runde. Dann weiß man, okay, da ist man viel mehr in Drucklauerposition. Und ja, schade, ärgerlich. Generelles Fazit, Platz 5? Ja, ich denke, Top 5 können wir schon zufrieden sein. Aber immer mit dem kleinen Mankel, dass man da knapp an der am Podium lauert oder kratzt. Und das ja, wäre heute vielleicht sogar möglich gewesen. Danke. Danke. Guten Flug. Danke. Genau, morgen geht es weiter nach Soldier Hollow. Die deutsche Mixstaffel in dieser Saison einmal auf Rang 4, am nächsten dran in Östersund am Podium. Aber hat es nicht geschafft, dort oben raufzuspringen. Sven, wie lässt sich das verhindern, das Missgeschick, was wir gerade bei Philipp Navrat gesehen haben? Gar nicht so einfach. Also wenn man ein etwas kleinerer Körper ist und hat sozusagen nicht so diese Figur, dann ist das Tragegestell etwas enger, ne, weil einfach das Kreuz nicht so groß ist. Aber je größer ich ein Kreuz habe und je mehr Volumen ich oben habe, muss dann noch das Tragegestell auch länger gezogen werden. Und je länger das ist, umso leichter kann sich dann auch am Diopter dann auch hängen bleiben. Es ist zwar leicht ein Gummi, dass wir so sagen, das nicht ganz so wie so eine Schnur da umherwickelt. Mhm. Aber das ist leider der Fall. Klar, man könnte mit einer anderen Aufhocktechnik es vielleicht ein bisschen verhindern oder versuchen zu vermeiden. Aber ganz ausschließend kann man es nicht. Eben wie gesagt, er hat ein zu großes Kreuz, kurz gesagt. Okay, andere Aufhocktechnik wählen. Ich würde gerne noch mal, Laura, das Schießen von Benedikt Doll ansprechen mit den 3 Fehlern, mit diesen doch relativ schnell geschossenen Fehlern, die alle nach rechts gingen. Habe ich mich als Laie gefragt, tut das Not? Also muss das sein? Ja, wir haben es uns auch angeschaut und so innerlich schon gesagt, nein, stopp, stopp, stopp. Also wenn der erste passiert, okay, vielleicht noch der zweite, aber spätestens dann sollte man eigentlich reagieren. Man sieht, die Fehler sind alle so rechts, rechts hoch. Und Philipp Navrat macht das auch ganz gut, beziehungsweise bei Justo Strelo haben wir das vorhin auch schon gesehen. Wenn die merken, okay, der Anschlag passt nicht, stopp, dann gehe ich nochmal raus, nimm mir vielleicht 1-2 Sekunden mehr Zeit, um dann den Anschlag nochmal neu aufzubauen und hoffentlich Treffer zu setzen. Das kostet zwar dann auch ein bisschen Zeit, aber so ist es natürlich schon sehr riskant, auf die 3 Nachlader zu hoffen. Zum Glück hat er es hingebracht und hat es nochmal gut gemacht, die Strafrunde vermieden, aber es hätte jetzt nicht wirklich sein müssen. Nee. Das Risiko ist ja relativ groß, dann mit 3 Nachladern die Strafrunde zu vermeiden. Aber er hat es dann doch am Ende geschafft bei seinem allerletzten Rennen in Oslo. Vielleicht noch mal was? Ja, vielleicht noch Laura? Dazu, er hat gesagt, das Tempo ist sehr hoch vom Tarjei Bö. Aber er war nur 8,5 Sekunden dahinter, rein läuferisch, hat die 3. Laufzeit gehabt. Also da muss er den Kopf überhaupt nicht in den Sand stecken, sondern es war wirklich eine sehr, sehr gute Laufzeit. Also er hätte das wirklich nicht riskieren müssen. Und um noch mal was Positives zu sagen, Sophia Schneider hat uns sehr gut gefallen. Ist ganz frech damals in den Weltcup reingekommen. Dann haben wir gesagt, so ein bisschen, und jetzt ist sie wieder da.
Ja, sie ist wieder da und ein gewisses Selbstbewusstsein brauchte sie auch oder hatte sie auch nötig gehabt, um wirklich nur mit einem Nachladen und auch das stehend, was in einer enormen Geschwindigkeit. Und das zeichnet eben auch aus, dass man sagt, okay, ich lerne aus Fehlern und ich gehe mit frohen Mutes dann in die nächste Situation rein. Und von daher ist es wichtig, ich glaube, wir sehen sie jetzt gerade, ja. Ja, das war dieses schnelle Schießen, 21,8 Sekunden. Ne? Und das in dieser Konkurrenz zu vergleichen, einfach nur schön. Also hinten, zack, und schon ist sie hier vorbei. Ja, wir schauen zum guten Abschluss hier nochmal auf das Tableau Single Mixed, Mixstaffel, 6 Rennen in diesem Winter. Hatten wir vorher schon gesagt, Norwegen war nicht mehr vom Platz 1 zu verdrängen und auch Deutschland ist auf dem 4. Platz geblieben, Laura. Genau, Frankreich ist nochmal einen Platz nach vorne gerutscht. Im Endeffekt, was zählt, ist die Kugel. Also wenn du das Ding gewinnst, dann kriegst du eine Kristallkugel und auf das freuen sich die Athleten schon und das ganze Team. Letztendlich, ob es jetzt Platz 3 oder 4 geworden ist, ist gar nicht so entscheidend. Was zählt, ist die Kugel, ist ein schönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank für diese regnerischen Tage hier in Oslo, Laura und Sven.